Jetzt kommen wir natürlich auch nie an die Tür dran, ne? Die liegt ja hinter der Mauer und von hier aus ist die Pumpe ja nicht begehbar. Außerdem ist ja nach alles voller Magma. Da möchte gar keiner die Tür abholen. Die Pumpen sind alle fertig. War doch bis da unten, ne? Die Pumpen laufen. Okay, die Pumpen würden jetzt das hier befüllen bis da. Und dann wird die Pumpe hier direkt anlaufen. Das wäre total ungünstig. Ich weiß halt nicht, womit das hier angeschlossen ist. Sollte nämlich der Hebel dann, weil ich den falschen Mechanismus genommen habe. So, wir durchbrechen jetzt einmal hier. So. Warte, das konnte man priorisieren, ne? So, wenn ich jetzt sage, erstmal nehmen wir es weg. Wieder. So, weg. Und dann priorisiere ich das. Ich möchte nämlich jetzt bauen und sage, die Priorität ist jetzt auf 7. So. Das ist der am höchsten priorisierte Mining-Auftrag jetzt. Einfach weil, warum nicht? Nein! Ich will keine Runde 400 haben. Ich würde mich jetzt freuen, wenn meine Festung die nächsten 100 Jahre übersteht, ohne dass wir die 400 knacken. Das wäre super. Was hast du für ein Problem? Die blinken immer alle. Denen geht's allen immer so scheiße. Ach, du bist das wieder. Ja, okay. Noma sollte einfach im Knast landen. Den sollte man wie die Goblins erstmal für die nächsten 10 Jahre da unten anketten. Bevor er gleich wieder durchdreht. Da passiert nichts, da ist auch nichts. Immer noch mal gucken, ob irgendjemand gerade Quatsch macht. Man weiß es nämlich nie. Nein. Ich bin zwar sonst in allen möglichen Spielen, ist man ja immer für hohe Zahlen. Außer bei einem Death Counter. Ich glaube, bei einem Totenzähler sollte man kleine Zahlen bevorzugen. Noch 4. Ja, ich traue mich halt jetzt nicht, das hochzumachen, weil ich nicht weiß, ob ich es nachher nochmal wieder runterkriege. Wenn der Mechanismus verbrennen sollte. Es war ja mal als Blutfalle gedacht. Ich wollte hier unten ja eigentlich Blut sammeln. Ne? Und also hier die Leute niederschnetzeln und das Blut hier unten in abführen, um das dann irgendwo hinzupumpen. Deswegen habe ich bei diesem Mechanismus nicht darauf geachtet, ob der Magma safe ist. Das Problem wäre jetzt halt, wenn ich jetzt die Magma-Pumpe anschmeiße und dann kommt ja alles direkt hier rausgeflossen nachher. Wobei, es muss ja erstmal von da bis dahin fließen. Das wird ja eh dauern, ne? Ach komm, bis dahin werden sie die Floodgates angeschlossen. Ja gut, solange sie hier unten nicht, solange hier nicht gemeinert wird, passiert sowieso nichts. Weil der muss jetzt da einmal minern und dann kann der channel. Kann ich auch direkt sagen, channel. So. Das müsste jetzt eigentlich der wichtigste Auftrag aller Zeiten für die Zwerge sein. Wir haben zwei Miner. Ich könnte auch die... Mache ich das einfach auflösen? So. Wir müssen Prioritäten setzen. Also ich nehme das hier mal raus und das auch. So. Achso. Ja, ist nicht schlimm. Sollen sie diese komischen kleinen Nischen da noch machen? Das ist nicht schlimm. Wir hoffen dann jetzt darauf, dass hier unten einer sich für diesen Job entscheidet. Wichtigster Mining-Job heute. Warum macht den keiner?
Und gleichzeitig hoffen wir hier unten auf die letzten drei Floodgates. Mensch. Okay, jetzt heute ein bisschen später. Ah, Claylem. Der haut. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Claylem? Da. Was hast du jetzt schon wieder für einen Auftrag? Der macht doch bestimmt. Der macht gleich. Machst du Mist? Nein. Du doch nicht, Claylem. Du bist erst dreimal bestraft worden. Glaube ich, oder? Nee, der wurde noch öfter bestraft, ne? Der macht jetzt die Brücke kaputt oder sowas. Der steht da so. Der hat irgendeine Idee. Und jetzt sucht er ein Meeting. Ja, der wird doch Quatsch machen. Dann steht er jetzt einfach da auf der Brücke und sagt, ich hätte gern ein Meeting. Wie immer. Die Festung steht jetzt seit 21 Jahren, 21 Years. Ja. Ich versuch's mit Englisch nicht. I'm sorry. But my English is terrible. So. Ich hab's einmal versucht. Ich hab mir das danach angeguckt. Ich darf nicht auf Englisch zu viel sprechen. Ich hab mit der Aussprache schon Probleme. Man merkt es ja, wenn ich hier die Sachen vorlese. Wenn ich jetzt noch frei spreche, ist einfach vorbei. Warum ist das der einzige, ist wahrscheinlich auch der einzige Auftrag, der nicht durchgeführt wird? Aber jetzt sind sie bestimmt unten im Keller, ne? Oder? Ja, warte mal, ich nehme alle Mining-Aufträge raus. So, den weg. Und dann nehmen wir den hier auch noch weg. Dann ist kein Mining-Auftrag mehr da. Die sollen sich einfach nur um meine Magma kümmern. Das kriegen sie hin. Wir bleiben optimistisch. Noch zwei. Man sieht, dass wenn die dann gleich alle unten sind, dann wird direkt die Mauer hier gebaut. Und dann kommst du noch unten auf die Magma an. Boah, ich hab mir den einen Stream, wo ich das auf Englisch gemacht habe. Den hatte ich mir nachher für, ich weiß ja immer auf YouTube auch bringe, meine, diese Warfortress-Staffel, habe ich mir gesagt, ich habe das nachher zurechtgeschnitten. Normalerweise mache ich es halt einfach nur dann am Stück durch, stückel das, wie es halt passt, so halbwegs, dass ich so auf so 17 bis 19 Minuten Folgen komme. Einfach, weil ich eigentlich mal mit YouTube angefangen habe und ich das eigentlich immer noch cool finde, bei so einem Projekt das sozusagen einfach am Stück durchzuzeigen, ohne zu viel zu schneiden. Ich habe zu wenig Zeit, um das alles zu schneiden. Auch. Und dann habe ich, die habe ich geschnitten. Da habe ich mich, glaube ich, einen ganzen Abend dran gesetzt, um das halbwegs zurechtzuschneiden, dass man sich das angucken konnte. Also, es ist, also, au, da ist er. Da bleibe ich lieber auf Deutsch. Okay, wir warten jetzt auf unseren Miner. Der kommt gleich und gibt die Magma frei. Ja, unten die Magma habe ich auf, ne? Muss ich ja nachgucken. Oh ne, unten die Magma ist noch zu. Dann haben wir gleich eh ein Problem. Wir müssen Keller Magma noch den Hebel öffnen. Den. Ach, dann muss ich nochmal gucken. Das andere Floodgate ist zu. Okay, das heißt, wir kommen hier, dann läuft der Pumpstack.
so wie er laufen soll. Weil der ja hier ankommt. Der macht das ja voll bis hierhin. Sonst können wir es ja gar nicht weiter pumpen. Sonst haben wir das hier irgendwann alles, haben wir das hier alles leer gepumpt. Und wir kriegen oben unsere Zisterne gar nicht voll. Channel, 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 nicht verbrennen. Warum auch immer. Das war jetzt falsch. DH. Priorität auf 7, bitte. Jetzt kommt der andere Miner. Der da steht, ne? Nee, jetzt nochmal zurückgehen. Ich mach Feierabend. Alles Idioten. Na, dann hoffen wir mal, dass das hier alles sauber funktioniert hat. Ich sehe es ja nachher hier. Hier muss Magma rauslaufen. Gut, sollte irgendwann mal Probleme sein, wir kriegen die Floodgates ja. Es sind ja Brücken. Ja, Brücken, keine Floodgates. Die können ja gar nicht kaputt gemacht werden. Oh, der Miner kommt. Release the Magma. Nomel macht ein Tantrum. Ja, ihr beiden. Ich. So, okay. Magma fließt. Das ist noch nicht angeschlossen. Wir sind bei dem letzten Floodgate. Das letzte Floodgate für die Magma-Falle. Ich hoffe, dann gehen alle Floodgates runter. Und wir müssten eigentlich jetzt gucken. Und die Magma lässt sich jetzt Zeit. Ne? Sie kommt langsam, aber sie kommt. Pump, 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 pump. Und kommt dann hier raus. Das läuft. Es wird halt dann ewig dauern. Da können wir die nächsten ein, zwei Streams zugucken, wie sich das hier langsam füllt, weil es ja gleichzeitig nachher nach hier oben pumpt. Aber ist egal. Die Zeit haben wir ja. Es läuft uns ja nicht davon. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was unsere Tantrums da unten machen. So. Ach du, Tantrums hier oben. Hauptsache, Ari bleibt entspannt. Hauptsache, Ari bleibt entspannt. Ich habe da nämlich keine Lust drauf. Ari bei 15, ja gut, Claylim und Nomal. Unsere beiden Problemfälle. Also Claylim... Nein, Magma ist entspannt. Ne? Claylim kann ich nicht verstoßen. Also es wurde ja letzte Woche gesagt, ja, Leute, die zum schon zu hohen Stresspegel haben, die kann man einfach rauswerfen. Das mag ich nicht. Gestresste Zwerge gehören einfach dazu. Außerdem ist Claylim halt von einem Zuschauer benannt worden. Dem kann ich nicht einfach verbannen. Das geht nicht. Das hat er dann einfach nicht verdient. So, hier genau. Das ist auf. Die Magma braucht jetzt auch. Man sieht jetzt sozusagen hier das Problem. Ah, man sieht das Problem nicht wirklich. Weil es trotzdem noch sehr voll aussieht. Die erste Magma ist gleich soweit. Die erste Magma pumpt sich jetzt gleich hoffentlich dahin, wo sie hin soll. Da müssen wir drauf achten. Und darauf, dass die Floodgates endlich runtergehen. Die Floodgates haben funktioniert. Okay. B. Gibt's hier. B. Wir können hier zumachen. Sind alle unten, ne? Ja, es sind alle unten. Perfekt. Das heißt, Magma-Falle. Bitte wieder zu. Ah, und dann freue ich mich auf die ersten Angreifer, wenn sie kommen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum die untoten Elfen so eine Wolke hinter sich herziehen. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Sie ist halt da. So, Flak geht wieder oben. Gib eine Ebene tiefer.
ist noch keine Magma angekommen. Aber da ist sie. Yay, die Magma ist da. Es hat geklappt. Es funktioniert. Wir bringen theoretisch Magma an die Oberfläche. Irgendwann ist die Magma an der Oberfläche. Es wird jetzt dauern. Das muss ich hier füllen. Also bis hierhin. Und hier wird sie erst weiter gepumpt, bis es dann hier oben ist. Das wird dauern. Und dann müssen wir den ersten Angriff von irgendwelchen Feinden halt nutzen, um die Funktion zu testen. Also dann sozusagen, das ist ja Abfluss, das ist egal. Da muss halt hier oben, die müssen aus, eingefahren werden, wenn genug Gegner hier drin ist. Wenn genug kommen, bewegen sie sich hier eh sehr langsam durch. Das haben wir schon verfolgt. Hab ich übrigens auch erst mit dieser Staffel. Ich habe vorher auch noch nicht mit Pumpen gearbeitet. Ja, deswegen ist das alles ein bisschen abstrus, aber es funktioniert super. Könnte man theoretisch noch mal gucken. Wir haben noch genug Power über, ne? Wir haben einen Verbrauch von 1467 bei 2400, die wir herstellen. Das heißt, wir können noch viel mehr mit Pumpen arbeiten. Und die nächsten Adamantium Wafers sind fertig. Was sagt denn unser... Okay, Adamantium Battle Axes haben wir bald genug, dass wir beide Squads damit ausstatten können. Und ja. So, das heißt... Ich bin fast sogar im Zeitplan geblieben. Also, wir können jetzt leider nicht warten, bis die Zisterne unten mit Magma vollgelaufen ist, weil ich morgen früh raus muss. Und ich ja immer am Abend meistens noch den Download für den Schnitt starte. Und das Twitch braucht da immer ein bisschen für. Deswegen würde ich jetzt für heute den Stream beenden und wäre Mittwoch wieder da, nochmal mit den Zwergen. Weil morgen schaffe ich es zeitlich nicht. Deswegen fällt morgen der Stream aus. Also dann am Mittwoch wieder Dwarf Fortress und Sonntag. Und dann nächste Woche Total War Warhammer 3. Ne? Dann wird mein Mittwoch-Stream wahrscheinlich auf Donnerstag verlegt. Damit ich Total War direkt spielen kann. Freue ich mich auch schon drauf. Da muss ich noch, fällt mir gerade ein, auf meinem Discord eine Umfrage starten. Mit welchen von den vier Chaos-Fraktionen ich anfangen soll mit der Kampagne. Ich wollte Chaos spielen. Ich weiß, alle anderen Fraktionen sind auch voll cool, aber ich habe Bock auf Chaos. Als Skaven-Spieler muss ich Chaos spielen. Okay. Dann wünsche ich euch noch auf alle Fälle einen schönen Abend und einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe halt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich muss auf dem Discord eine Umfrage machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.